Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Vlog Time! Ich versuche mich mal wieder an dem Vlog, weil viele von euch sich das gewünscht haben und ja, wieso nicht? Ich lache, weil es ist schwierig. Es ist nicht so leicht, wie man denkt, weil es passiert halt momentan nicht viel. Man ist halt mega eingeschränkt. Ich habe hier meine Liste vor mir, denn ich bin wieder dabei, jeden Tag einen Glückstausch zu machen und den abzuarbeiten. Hat sich ja jetzt in der Quarantänezeit eine Menge angesammelt. Ich habe, glaube ich, also gerade habe ich über 50, aber ich habe auch noch ein paar von außerhalb, die habe ich ja immer gelöscht und füge die alle 4 Monate wieder ein, oh, damit halt der Status nicht verloren geht, aber keine Ahnung, ob das so funktioniert, weil dass wir uns dieses Jahr nochmal sehen, ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, deswegen macht nicht so viel Sinn, aber Münchner habe ich wahrscheinlich um die 40 Lucky Freunde momentan. Und wie gesagt, ich versuche da wieder jeden Tag ein abzuarbeiten. Das ist meine Liste, die habe ich gestern auch auf Instagram gepostet. Habe mal wieder eine Story gemacht, könnt ihr gerne vorbeischauen. Und natürlich, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt gerne Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Erstmal vielen Dank für die Angebote, aber diese Tauschangebote bringen mir natürlich nichts, weil A, muss man befreundet sein, B, muss man nebeneinander stehen beim Tauschen und das sind Angebote von was weiß ich von wo. C, brauche ich natürlich alles nur in Shiny Lucky, das heißt, wir müssen erstmal Lucky Freunde werden. Also, diese ganzen Angebote, sehr nett von euch, aber das bringt einfach gar nichts. Dann habe ich viele Fragen bekommen, hey Hong, wieso sind da noch so häufige Sachen drauf, wie zum Beispiel Endivir, Shiny, wie das C-Day Pokémon, wieso hast du das noch nicht in Lucky? Genau das ist es eben, es ist ein C-Day Pokémon, es häufig jeder hat das. Wenn ich mich mit jemandem treffe und tauschen will, ich schnapp mir natürlich das Seltenste, was er im Angebot hat, was er bereit ist herzugeben und nicht das Häufige, was halt jeder hat. Diese C-Day Sachen nehme ich nur im Notfall, wenn halt sonst echt nichts mehr über ist. Deswegen Leute, die C-Day Sachen, die schlechten Sachen, natürlich immer am Ende. Ihr seid ja komplett lost, Alter. Ihr habt ja gar keine Strategie. Andere Sache ist, ja, Darker ist da drauf. Und ich weiß, Darker kann man nicht tauschen, Mann. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viele. Ich habe die Liste, wie gesagt, in der Story gepostet. Alter, 100 Nachrichten. Darker kann man doch gar nicht tauschen. Ja, das ist mir schon bewusst, aber trotzdem fehlt er mir. Trotzdem gehört er auf die Liste. Und irgendwann kann man ihn ja vielleicht tauschen. Dann müsste ich ihn irgendwann mal, wenn er tauschbar ist, dann müsste ich mich erstmal dran erinnern. Ah ja, Darker fehlt mir überhaupt noch. Und dann müsste ich extra wieder auf die Liste gehen und den wieder hinzufügen. Das ist ja voll unnötig. Deswegen lasse ich ihn einfach da schon mal noch auf der Liste. Auch wenn jeder weiß, der ist nicht tauschbar. Ist doch egal. Ist doch egal, Leute. Alter, 100 Nachrichten, Darker ist doch nicht tauschbar. Ja, danke, Leute, ich weiß. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt heute noch einen Glückstausch und eine Kollegin wollte jetzt auch noch ein bisschen raiden, dann dachte ich mir, ja okay, ich bin eh in der Stadt und bis 18 Uhr habe ich dann nichts zu tun oder um 18 Uhr dann, wie gesagt, den Termin, können wir auch ein paar Raids machen, deswegen potenziell auch ein Vlog und ein paar Raids. Schauen wir mal. Yo. Yo, da sind wir. Stachus angekommen. Es war kein Spieler hier. Aber nachdem wir reingegangen sind, haben sich doch noch ein paar Spieler gefunden. 9 Spieler, also 5 andere Menschen. Ihr seht, die Stadt ist doch recht voll. Ich drehe hier mal einen Zirkel. So lange wird der Raid wahrscheinlich dauern. Ich habe gerade 2 Shinies, aber noch kein 100er. Und auch kein 98er. Sprich, ich habe den noch nicht gemacht. Ich hatte einen 96er und eigentlich ist mein Minimum 96, aber irgendwie hatte ich den damals auch nicht gemaxt. Also vielleicht kriegen wir noch einen besseren, wenn nicht, dann wird vielleicht doch dieser 96er gemaxt, den ich von damals hatte. Ja. Das Lugi ist natürlich nicht so, gell? Wie gesagt, ich mache ein paar Raids und dann habe ich einen Glückstausch. Ich weiß nicht. 3, 4. Also 5 wäre wahrscheinlich übertrieben. Aber viel mehr geht zurzeit natürlich auch nicht. Dritte Woche hat angefangen. Höhenregion, glaube ich, mit Corodon, Spezialforschung. Ja, weiß nicht. Es gibt, glaube ich, nichts, was mich interessiert. Corodon an sich interessiert mich jetzt nicht.
soll aber eine gute Attacke haben und der Absol ist mit dabei. Den kriegt man irgendwo in einem Zwischenstopp, das ist interessant. Questtechnisch für diese Woche ist nichts dabei. Raid-technisch ist nichts dabei. Letzte Woche gab es ja Capoeira, der war noch recht interessant, aber diese Woche weder Raid noch questtechnisch irgendwas, was mich interessiert. Bonus ist reduzierte Kilometer, aber den Bonus haben wir ja momentan wegen, ihr wisst schon was, also eigentlich nichts. Die Woche kann ich eigentlich chillen. 17,27 für 100. Ist er wenig shiny? Nee. Boom. Seht ihr das, Leute? 17,27 Hunderter, aber beim Kleinen. Kleines Highlight für das Video. Ich kann saftig in den Titel 100er Vigidium packen, aber leider beim Kleinen. Mal schauen, ob er ihn fängt. Der hat bisher einen 100er Kyogre. Er hat sogar zwei, aber einen gefangen, einen Lucky. Und einen 100er Latios. Okay, das war nicht spektakulär. Erster Ball drin. Wenn es bei mir mal so leicht wäre. Bei mir muss ich immer leiden. Ich wollte sagen, suchen wir uns ein ruhiges Örtchen, aber das ist voll laut da. Oh, hier. So, noch ein Raid. Es gab kurze Probleme. Die Kollegin spielt noch für eine andere Kollegin, die ist aber in Bielefeld. Und ja, sie war vor kurzem erst noch drin und hatte Software und konnte nicht mitraiden. Dementsprechend dachten wir, wir schaffen es nicht und haben den Raid angemeldet. Bei so einer neuen Gruppe, in der ich bin, für ein sehr bestimmtes Gebiet hier. Was auch immer sehr interessant ist. Es gibt ja immer ein Gebiet und jedes Gebiet hat da seine, was weiß ich, WhatsApp-Gruppe, Discord oder Telegram. Aber in jedem Gebiet gibt es immer ein Randgebiet, wo halt nicht viel geradet wird. Und dieses Randgebiet hat sich jetzt zusammengetan und eine eigene Gruppe gegründet. Und das Gebiet ist eigentlich sogar ziemlich praktisch. Hätte ich gerne früher, also das ist erst vor kurzem entstanden, also wäre schön gewesen, wenn das schon früher entstanden wäre. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier in der, oh, schade, ist es shiny? Oh, es ist shiny, shiny Nummer 3. Wie gesagt, machen wir jetzt hier in diesem Randgebiet ein paar Raids. Sogar jetzt da vorne später eine neue Arena. Und das Lustige ist halt, die kennt mich nicht. Und ich habe auf WhatsApp ein Pseudonym, da heiße ich Hans Dieter. Und ich melde mich immer als Hans an und die schreiben mich immer als Hans an. Der Hans Dieter. Dritter Raid, glaube ich. Und danach muss ich eh zu meinem Glückstausch. Alter, dieser Park ist so voll. Ist aber auch ein krasser Park mit einem fetten Bolz, Basketball, Fußball, Spielplatz und Skaten und hier überall. Also ich weiß auch, wo ich 2016, glaube ich, hier war. Das war mal ein Bisasam-Nest und damals Bisasam krass. Da war ich hier ein Pokestop. Und wenn ich mich jetzt hier so umschaue, da ein Spielplatz siehst, das kann man einreichen. Schon heftig, wie sich das entwickelt hat. So, wir gönnen uns jetzt ein 100er Shiny und dann gönnen wir uns noch ein 100er Shiny beim Tauschen. So, schauen wir doch mal. Der war ein bisschen zäher als erwartet. Und Gib ihn mir. Nee, Niete. So, das war's von mir, Leute. Glückstausch gerade gehabt. Shiny Sefer bekommen. Shiny Unexcel gegeben. Mit dem Marco. Damals recht aktiv gewesen, aber auch schon seit einer Weile gar nicht mehr. Also ich habe ihm ja, ich habe allen vor kurzem geschrieben, hier, wie sieht's aus mit Glückstausch und so. Da hat er mir geantwortet, ja, er ist nicht mehr so aktiv. Schauen wir mal, sozusagen. Da habe ich gesagt, ja, hey, ist egal wie aktiv oder motiviert du bist, ich tauche auf. Ich komme dahin, wo du willst, wann du willst. Und dann musst du nur dein Handy rauspacken und dann tausch mal. Haben wir das jetzt gemacht und ja, er ist nicht mehr so motiviert, aber er hofft irgendwann noch zurückzukommen. Geht vielen so. Geht mir natürlich auch so, aber ja, guter Tag trotzdem heute. Ein 100er für den Kleinen, ein Shiny für mich und ein Shiny für noch so einen Smurf-Account, also noch einen kleinen. Stabil.
Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.